Fische auf Örtchen sind gelb. Jetzt muss ich noch mal kurz da rein, nicht, dass ich jetzt irgendwie Mist gebaut habe. Dass Jim blau ist, das wissen wir ja, aber nicht, dass er jetzt lila ist. Also, das Halsband von dem lieben Clef. Halsband. Clef ist grün. Vs Fell ist orange. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wo das verdammte Telefon ist. Oh Mann. Dam, dam, dam. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Nicht, dass das jetzt noch violett ist. Wäre aber mal was ganz Neues. Dann wäre ich ganz schön farbenblind. Nein, das ist blau. Ich gehe ja schon. Ich bin ja schon wieder weg. Ich glaube, wir werden jetzt etwas besser abschneiden wie vorher. Gehen wir jetzt mal zurück ans Telefon. Ans Farbtupfon. Und wählen blau, lila, rot, orange, gelb, grün, orange. Wir probieren es einfach nochmal. Willkommen bei Wackmies lustigem Ratespiel. Schwarz-Weiß ist heiß. Hallo. Mitmachen ist kinderleicht. Hören Sie sich einfach die jeweilige Frage an und wählen Sie dann mit Ihrem Farbtupfon die richtige Antwort aus. Bereit? Yep. Frage 1. Welche Farbe haben die Bodenfliesen in Jim's Gym? Ach du Scheiße. Blau? Frage 2. Welche Farbe haben die Rocky Mountains in der weiten Wüstenwildnis? Orange, das weiß ich. Frage 3. Welche Farbe findet sich außer Weiß noch in Clefs Fell? Der ist lila. Frage 4. Welche Farbe hat der Fisch, den man auf der linken Schulter einer Patrouillenuniform des Örtchen Sicherheitsdienstes findet? Ah nee, das war der rote Fisch. Frage 5. Welche Farbe hat...
haben die Blumentöpfe vor dem Gebäude von Wake Me. Ach du Heilige, sind die vielleicht grün? Und unsere letzte Frage lautet: Welche Farbe hat der Pfeil, der im Trickreich den Weg zu Wake Me weist? Der ist rot. Ach du Heilige, jetzt hat es... Oh, wie traurig! Sie haben es vermasselt! Ich hab's gemerkt! Aber danke, dass Sie mitgespielt haben! Ach, so ein Mist. Jetzt habe ich mir das ganz umsonst aufgeschrieben, weil er ganz andere Fragen... Aber wir müssen uns jetzt wirklich alles merken, was da irgendwie im Trickreich rumfuscht. Rumhuscht, tiefe Nacht. Muss ich mich nochmal davon machen. Oh Mann. Na, das kann lustig werden. Jetzt muss ich mir wirklich sämtliche Farben merken, die... Halt, Moment. Ich probiere es einfach nochmal. Warum denn der Geiz? Warum denn? Kann jetzt halt so ein bisschen dauern, aber um Gottes Willen, dann machen wir das halt. So. Blau. Lila. Rot. Orange. Gelb. Grün. Orange. Willkommen bei Wackmies lustigem Bla, bla, bla. Schwarz-Weiß ist heiß. Ach komm. Mitmachen ist also ich probiere es jetzt nochmal aus und dann mache ich Pause. Einfach die jeweilige Frage an und wählen Sie dann mit Ihrem Farbtupfon die richtige Antwort aus. Bereit? Yep. Frage 1. Welche Farbe haben die Rocky Mountains in der weiten Wüstenwildnis? Die sind orange. Frage 2. Welche Farbe hat Jims Fell? Das ist blau. Das ist ja einfach gerade. Frage 3. Welche Farbe haben die Fischschwänze oben am Örtchen? Die sind gelb. Frage 4. Welche Farbe hat Clefs Halsband? Das ist grün. Frage 5. Welche Farbe hat der Fisch, den man auf der linken Schulter einer Patrouillenuniform des Örtchen Sicherheitsdienstes findet? Der müsste rot sein. Wenn er jetzt nicht rot ist, dann beiß ich mir in den Arsch. Und unsere letzte Frage lautet: Welche Farbe hat der Pfeil, der im Trickreich den Weg zu Wake Me weist? Da der in der Mitte gelb ist, würde ich sagen blau. Danke, dass Sie bei Wake Me's lustigem Ratespiel Schwarz-Weiß ist heiß mitgespielt haben. Unglücklicherweise haben Sie aber verloren. Ja. Verdammt. Rufen Sie doch einfach später nochmal an. Oh Mann. Ich brauche das aber. Ich brauche es, sonst komme ich nicht weiter. Ich bin mal so frei und probiere mal das hinten aus. Also, das, was mir ja, die Farben, die da auf diesem Klopapier stehen. Rot. Blau. Gelb. Grün. Blau. Lila. Orange. Schade. Aber es war zumindest ein Versuch wert. Naja, was soll's. Ich glaube, ich werde mir nochmal alles ordentlich einprägen müssen, weil das... Es lag bestimmt an dem Pfeil, der zu Wake Me führt. Die meistgestellten Fragen. Ich glaube, da muss ich eine kleine FAQ jetzt machen. Mehr oder minder. Und halt gucken, was er mich schon gefragt hat. Also... Oh, hör auf zu heulen, Schnuffi. Denn ich brauche ja den Magneten. Also, wir haben den Pfeil zum Gym. Wir haben
Fische auf dem Örtchen. Am Ende hängt es dann wirklich bloß noch an diesen Dingens da. An diesem Fisch. Ich glaube, wenn ich das dann beim nächsten Mal nicht wirklich hingekriegt habe, dann... Jims. Die sind blau. Alle Farben aufschreiben, die man irgendwie mischen kann. Ach, der Pfeil ist rot. Okay. Whack. Pfeil. Dann die Topfpflanzen. Vor dem Gebäude. Lila. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich darf mir das alles merken hier. Dann Brustmahlzeit. Na okay, nicht merken. Ich such's halt raus dann. Was haben wir denn noch? Eier. Können wir uns nochmal annehmen? Nee, können wir nicht. Aber wir hätten es ja versuchen können. Dann gehen wir nochmal kurz da zu den Rocky Mountains. Die Berge sind nämlich... Mama, nein, ich nehme gerade auf. Meine Mutter! Ich habe extra das Schild umgedreht und dann kommt die rein. Um Gottes Willen. Ja, die Rocky Mountains. Sind orange. Naja, wisst ihr was? Ich habe jetzt schon 2 Stunden aufgenommen und so ganz langsam, da ja meine Mutter da ist, kann ich auch nicht weiter aufnehmen. Ihr habt es ja gerade gemerkt, sie ist einfach reingestolpert, obwohl ich das Schild umgedreht habe, dass ich aufnehme. Und ja, das sind halt Dinge, die sehr unvorhersehbar sind. Also, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Und Feldi verabschiedet sich von euch Retrofreuden. Tschüss.